Hallo und herzlich willkommen hier im neuen Hallenbad der Stadt Dinklage, genannt auch H2O. Mein Name ist Frank Bittner, ich bin Bürgermeister der Stadt Dinklage und freue mich, Ihnen das neue Hallenbad jetzt präsentieren zu können. Am 27.04. geht es nach fast dreijähriger Phase des Plans, des Bauens endlich los. Wir fangen an um 11 Uhr mit einem Festakt. Wir laden Gäste, wie sich das gehört, aus Rat, aus der Verwaltung, Politik, Nachbarn und auch die bauausführenden Firmen sind geladen. Und am Nachmittag geht es dann los für unsere Kinder. Die DLRG hat sich bereit erklärt, einen sogenannten Spielenachmittag durchzuführen. Der Eintritt für die Kids ist natürlich kostenlos. Die können dann sozusagen mal anbaden und hier reinschnuppern und sich herrlich austoben. Und am Samstagmorgen, am 28.04. geht es dann mit dem offiziellen Badebetrieb los. Insgesamt sind hier knapp 3,6 Millionen Euro verbaut worden. Das Bad präsentiert sich in einem komplett neuen Glanz, also nicht nur die Fassade und wie Sie hier sehen können, der Innenraum wurde neu gestaltet, sondern natürlich auch viel, viel Geld investiert in die Schwimmbadtechnik, in die Wasseraufbereitung, in die Lüftung, in die Chlortechnik etc. Also das sind natürlich summa summarum 3,6 Millionen bei rumgekommen, aber wir haben es gerne gemacht für Sie, für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Dinklage und im Zug. Und ich hoffe, es wird Ihnen gefallen.